Nein, ich heiße sie. Gut, dann Cyborg. Cyborg, ich überhaupt nicht. Ja, so, Cyborg. Von 20 Spielen, die habe ich alle. Und habe ich mit dem Vortrag. Ich freue mich richtig. Hallo, Nico. Prima, auch da. Dass man bei so Spitzensportlern, ich zähle uns mal dazu. Andrea sagt auch schon an, hallo. Mal echt voll. Tag nichts anderes, außer das. Dann klappt es nicht. Klappt einfach nicht. Den Menü rauf. Ist manchmal kann man, könnte ich dich jetzt lauter machen als alle anderen? So, ich ist echt toll. Das weiß ich nicht. Ich freue mich noch nie. Ich muss nur noch Big Screen Alpha installieren. Ach, ich freue mich auch. Gewinne ich auch. So, ja, geil. Und nicht so mit Leuten, mit denen ich spreche. Ich wollte eigentlich gerade Megafon geben. Ich weiß halt aber nicht, ob das geht, wenn du sowieso schon hast. Deswegen gucke ich gerade nochmal. Eine Person, da schließt sich dann gegen deinen Quartal. Wenn du dann nicht im Alten sie ja auch definitiv. Schabs. Guck mich mal an. Ja, schön. Und der Pierre fliegt schon. Hallo, ihr Lieben. Hallo, hallo. Gute Liebe. Geht los. Meisterschaft geschlossen sogar. Sehr schön, ja. Freuen uns, dass ihr heute alle hier seid. Heute schon ganz viele mit Mützen. Sehr schön. Willkommen, willkommen. Wir wollen natürlich ganz am Anfang wieder erstmal erfahren, wer ist heute das erste Mal hier. Hebt mal bitte die Hand. Das sind tatsächlich auch wieder einige. Wir adden euch alle mal. Die Händchen oben lassen. Dich habe ich schon, dich habe ich noch nicht. Genau, die nehme ich nämlich auch gerade mit. Die Katrin ist auch neu. Nee, ich habe nur gewunken. Bambi wieder das vorlaute Ding. So. Sehr schön. Nicht vorlaut. Für euch, liebe Leute, haben wir nach dem offiziellen Teil unseren Holger hier. Der werte in schwarz angezogene Herr mit den gelb-goldenen Haaren. Der zeigt euch im Anschluss einmal den Allspace, die Einstellung, die ihr machen könnt. Hilft euch da ein bisschen. Sodass ihr ja, danach auch auf eigenen, nicht vorhandenen Beinen laufen könnt. So. Holger sagt so. Ansonsten, bevor wir mit dem eigentlichen Programm halt starten, erstmal eine kurze Übersicht, was wir heute halt vorhaben. Klar, Mechtels Vortrag. Er wollte dann noch ein paar andere Internas halt irgendwie kundtun, die wir so noch in der Gruppe noch nicht gehört haben. Da ist auch nicht ganz unspannend, was da gerade abläuft. Ansonsten haben wir nächste Woche die Weihnachtsfeier geplant. Das ist bisher noch ein Rohbau. Wenn da noch Ideen sind, irgendjemand mitmachen möchte, mithelfen möchte, irgendwas dergleichen, kann sich gerne an uns wenden. Das würden wir jetzt aber dann nicht mehr in einer großen Runde hier ausdiskutieren, sondern wenn irgendjemand was hat, spricht er uns bitte an oder schreibt uns an. Dann kommen wir da vielleicht noch irgendwie überein. Vielleicht könnte jemand. Ansonsten grundsätzlich nochmal die Frage in die Runde, wenn jemand irgendwas hat, also was er sagen möchte in dieser Runde, irgendeine Idee dergleichen, also irgendeine Wortmeldung, dann könnt ihr das jetzt auch tun. Ansonsten natürlich auch nachher auf weniger Ohren. Jo, und als letzten Punkt wollen wir dann noch einmal auf den Talk morgen mit Tenning hinweisen. Da findet ja wieder morgen um 20.30 Uhr statt. Treffen wir, glaube ich, auch wieder hier im Raum, ne? Genau. Genau. Darf ich kurz? So. Ja. Es ist und zwar Folgendes. Und zwar, ich bin seit ungefähr ungefähr 3 Jahre schon in VR. Und ich habe in München eine ganze Zeit lang einen Hausbibelkreis von der Paul-Gerd-Kirche geleitet gehabt. Und als ich das VR gesehen habe, kam mir die Idee, auch für deutschsprachige Menschen eine Gemeinschaft zu machen halt. Also Gottesdienste.
zu veranstalten. Und ja, nun, ich mache jetzt schon seit ungefähr, kann man sagen, seit 3 Monaten in Altspace. Am Sonntag immer so einen kleinen Gottesdienst. Und nun mache ich halt, habe ich halt geplant, und zwar jetzt am Weihnachten zum Heiligabend zwischen 14 und 15 Uhr, steht bei Events drinne, also bei Events einfach nachschlagen, zwischen 14 und 15 Uhr ist ein Heiligabend-Gottesdienst in deutscher Sprache. Mit einem schönes Programm, das dann sein wird. Wer Interesse hat, ist gerne dort eingeladen. Und am am zweiten Weihnachtstag, Sonntag, zwischen 18 und 19 Uhr, auch nochmal ein nachtlicher Gottesdienst. Schön. Okay. Geniale Idee. Cool. Wenn du hingehst.